Das ist die Ersatz-Triggergun oder Ersatzpistole von der Firma Kercher. Kercher 27MX heißt dieses Teil, denn das ist mein Hochdruckreiniger. Hier ist es so, dass jedes Mal das ist schon die zweite Ersatzpistole vom Typ G160. Das ist jetzt wichtig. G160 Triggergun von K2 bis K7. Die geht maximal 160 Bar, 60 Grad Max. No Quick Connect, das heißt, das ist hier dieser Stift dran. Warum erzähle ich das so ausgiebig? Die geht jedes Mal hier kaputt. Hier habe ich die kaputte. Die geht hier auseinander. Das heißt, bevor ich die jetzt in Betrieb nehme, wahrscheinlich durch das, wenn man sie hinfallen lässt oder so, geht es wahrscheinlich kaputt. Keine Ahnung, so irgendwas in diese Richtung wird da passiert dort. Man kann sie nicht öffnen, weil hier da keine Schrauben drin sind. Das sind keine Schrauben, wo jetzt so die man öffnen könnte. Ich habe es zumindest nicht geschafft, diese Schraube zum Öffnen. Das sind so Rundnieten oder sowas. Die hier. Ja, und naja, jedenfalls, das geht hier kaputt. Das heißt, ich mache jetzt hier mit einer Zwei-Komponenten-Verbindung eine Befestigung hin, sodass sie hier nicht mehr auseinander geht. Ich mache die auf, indem man hier diesen Pin rauszieht. Habe nur eine Hand frei. Da ist er. So. Jedenfalls sieht man, wenn man hier sich jetzt genau anschaut, dann sieht man, dass sie hier auseinandergegangen ist. Also hier an dieser Engstelle geht die auseinander und die kann man dann zwar zusammendrücken, aber man kriegt sie halt nicht mehr richtig zusammen. Hier sieht man sie, dass sie irgendwie geht sie auseinander. Dieser Typ. Jetzt kleben wir das erstmal. Das ist ein Glasfaserband, das habe ich verwendet für Fugen beim Gipsarbeiten. Ist also sehr billig dort, gibt eine riesige Rolle für 4 Euro. Die kann man ideal für das verwenden. Das ist ein Zwei-Komponenten-Kleber. Epoxy 5 Minuten, zwei Komponenten, den kleben wir jetzt da rein. So, jetzt haben wir die Pistole geklebt. Das lassen wir jetzt trocknen für 2, 3 Stunden und dann kann man es verwenden. So sieht jetzt die neue reparierte Gun aus. Bevor ich sie in Betrieb nehme, habe ich sie gleich hier mit Kunstharz aufgefüllt. So sieht sie aus. So sieht die alte aus, die kaputt ist.